Hallo, liebe Schüler und Freunde der Dudelsackschule. Ich möchte heute ein paar Dinge über den Pitch erzählen. Der Pitch, was ist der Pitch? Der Pitch ist eigentlich die Frequenz unseres Grundtons, also die Höhe vom Prinzip unseres Grundtons. Unser Grundton ist das A, wir orientieren uns da am Low A. Jeder, der schon mal ein Stimmgerät an den Channa gehalten hat, der wird gesehen haben, dass das Low A, ja, in der Regel liegt es heutzutage bei den modernen Channern zwischen 470 bis 480 Hertz. Also der Pitch wird in Hertz angegeben. Einfach mal zum Vorstellen, ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde. Und bei 480 Hertz schwingt unser Grundton vom Prinzip 480 Mal in der Sekunde. Das ist schon ganz ordentlich, das ist ganz gewaltig. Und im Bandbereich spielen wir eigentlich oft einen etwas höheren Pitch heutzutage. Also da sind die Chandra schon wirklich oft bei um die 480 Hertz. Es geht zum Teil auch sogar noch ein bisschen höher bis 484 Hertz. Das ist dann schon ziemlich hoch. Im Solo-Bereich ist man da nicht ganz so gebunden. Da ist man ja auch viel freier und da bewegt sich der Pitch meistens doch ein bisschen tiefer. Bei 475, 76 eventuell kann auch tiefer sein. Da gibt es auch keine Vorschriften, keine Vorgaben. Wichtig ist natürlich, wenn man mit anderen Pipern zum Beispiel zusammen spielen möchte, also auch innerhalb einer Band, ist es wichtig, dass man sich natürlich auf einen Pitch verständigt, der dann auch von allen eingehalten wird. Also das heißt, dass alle Chanda dann auch entsprechend mit dem gleichen Pitch gestimmt werden sollten, damit es einfach schön zusammen klingt, ja? Dass wir da einfach keine Tonunterschiede in der Höhe haben. Ja, da gibt es jetzt natürlich so ein kleines Problem, sage ich mal, was immer wieder so ein bisschen für Verwirrung sorgt und auch immer so ein bisschen fragende Gesichter aufruft, wenn man dann zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn mich jemand fragt, welche Pitch hat denn dein Solo-Channel, dann sage ich, ja, der liegt bei 452 Hertz. Ja, wie geht denn das? Ich habe ja gerade eingangs gesagt, dass wir ja normalerweise zwischen 470 bis 480 Hertz die Channel gestimmt haben. Da stimmt ja jetzt was nicht, wenn ich auf einmal so einen tiefen Pitch angebe. Und viele ältere Piper werden das noch kennen und auch noch wissen. gerade auch so, also ich komme auch aus einer Band ursprünglich, als ich angefangen habe zu pipen. Und da war das ganz normal, dass wir uns in diesen Pitch-Bereichen bewegt haben. Das heißt aber nicht, dass unser Grundton A diesen Pitch bei 452 zum Beispiel hatte, da lagen wir noch tiefer sogar, sondern wir haben uns am BB, also Groß B, Klein B orientiert. Warum? Werden jetzt viele fragen, das ist ja total bescheuert. Nee, es gab halt